Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe einen Gast eingeladen, ein Autor eines Buches Selbstheilkraft. Ich habe das Buch selbst gelesen, ich habe 1000 Fragen und bitte seien Sie gespannt. Wir sind gleich für Sie da. So, da ist der Autor, lieber Klaus Medikus. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Danke für die Einladung, Alexander. Das hat mich schon sehr inspiriert, dieses Buch. Ich habe es gelesen auf einem Flug und wieder zurück und habe mir 1000 Notizen gemacht dazu und vieles angestrichen. Es ist alles Geld darin. Also ein sehr empfehlenswertes Buch. Speziell darin auch zwei Fragen. Wieso hast du das Buch überhaupt geschrieben? Das würde mich doch auch mal interessieren. Und B, wie sehen aus deiner Sicht diese 5 Schritte aus, wie man die Selbstheilkraft in unserem Körper aktivieren kann? Gerne. Ja, so vielleicht erstmal dieses Thema, wie komme ich denn eigentlich zu so einem Thema? Und das ist ganz speziell meine persönliche Geschichte, dass ich in diese Welt gekommen bin, eigentlich von Baby an krank war, heute würde ich sagen Pharma-Junkie, behandelt Krankenhäuser und es war alles ganz normal. Und ich habe diese Normalität überhaupt nicht in Frage gestellt. Und mit 4 Jahren kam halt noch so eine Kleinigkeit dazu. Da bekam ich eine Keuchhustenimpfung. Also so im Rahmen 60er Jahre, was da alles so geimpft wurde. Und aus der Keuchhustenimpfung hat sich binnen ein paar Tagen etwas anderes als ein Keuchhusten entwickelt, eine Atemwegserkrankung. Eine chronische Atemwegserkrankung ist dann daraus entstanden, die eine spezielle Bronchitis mit Asthmaanfällen geworden ist und die hat mich so über mehr als 10 Jahre richtig begleitet. Und darüber kenne ich von klein auf so dieses Thema, so über meine Eltern, das kann doch nicht sein, wir gehen mit dem Kind zum Arzt, dort wird etwas gemacht, er wird angeblich immunisiert und danach ist er noch kränker, als er vorher war. Also das ist sozusagen der Tenor, die Fragestellung, mit der ich groß geworden bin. Hm. Und wenn ich also heute zum Beispiel ein Röntgenbild, also es ist ewig her, dass mal eins gemacht wurde, aber anschaue, da ist mein Brustkorb verwachsen. Also die ganzen Bronchien aufgrund nächtelanger Hustenanfälle, eigentlich Erstickungsanfälle, die ich irgendwie überlebt habe während der Wachstumsphase. Und da hat sich etwas ganz anderes gebildet. Und mein Leben, wenn ich so heute noch an den 14-Jährigen denke, war eher, also ich würde fast sagen, in einem Opferdasein zu verbringen. Und dann kam dieses Thema Bewusstsein in mein Leben aus dem Nichts. Also dort war der Einstieg dazu, war damals über Meditation, 70er Jahre, ein Zeichenlehrer, Maharishi, der Guru der Beatles, transzendentale Meditation. Ich konnte damit ehrlich gesagt nichts anfangen. Aber was ich behalten habe dort und gelernt habe, war den Fokus auf die Atmung nach innen zu bringen. Also heute würde ich sagen, zu lernen, wie wir den Fokus unseres Bewusstseins wegbringen vom Neokortex, unserem bewussten Verstand und von Denken und Fühlen und was einfach unser Leben so angeblich ausmacht, zu wie eine Ebene dahinter. Also das ist eigentlich schon ein Schritt eins. Ja? Und das ist schon wie der Schritt 1 oder ich werde dann gleich dazukommen, Schritt 2. Aber warte noch mal, du hast vorne noch einen Satz gesagt, der fand ich jetzt gerade so spannend, nichts hinterfragt zu haben. Das ist so meiner Erachtens schon ein bisschen eine gesellschaftliche Situation, was sich da spiegelt in diesem Satz, nichts zu hinterfragen. Wir nehmen die Informationen an, wir glauben, die Welt zu verstehen und wenn wir ein bisschen nachfragen, sehen wir, es stimmt alles nicht, es stimmt fast gar nichts. Ich habe jetzt gerade wieder gelesen, der Wind bläst. Nein, der bläst nicht mal, der wird in gewisse Druckgebiete reingezogen. Also es ist aber alles anders, als ich glaube.
Wenn man denkt, die Wolken sind da oben und die gehen ganz langsam darüber. Wie ein Pustekuchen. Die Erde dreht sich hier auch noch. Die sind ja ganz, ganz schnell. Also ich denke, wir müssen lernen, alles zu hinterfragen. Alles. Und das ist aber genau der Punkt, dieses Hinterfragen, wo in mir etwas entstanden ist, die sozusagen Erklärungsmodelle, die mir angeboten werden. Hey, sag mal, die stimmen doch alle nicht. Mhm. Sie entsprechen nicht meiner inneren Erfahrung. Mhm. Und über dieses veränderte Bewusstseinsfeld, also bin ich in habe ich eigentlich unbewusst meine emotionale Signatur verändert. Also anders zu denken, zu fühlen, zu empfinden, andere innere Bilder. Aber das kommt wieder aus dem Leitdruck heraus. Also ohne dem wäre es mir vermutlich nicht aufgefallen. Ja. Und in der Zeit, wenn irgendwie andere Klassenkameraden beim Sport waren, Fußball gemacht haben oder sonst was, ich habe dort angefangen, mich hinzusetzen, die Augen zu schließen, den Fokus auf die Atmung zu richten und habe gemerkt, in mir entstehen plötzlich Gefühle, die ich vorher nicht kannte. Also was ist denn jetzt die Wirklichkeit, dieses Ich als Opfer, ach, alles ist schwer und fürchterlich? Oder ein Ich, wo ich plötzlich merke, da ist ja Lebendigkeit in mir, da ist etwas ganz anderes in mir. Und ich weiß bis heute nicht, ob ich von etwas geheilt bin. Also die Wirklichkeit hat sich mit 14, 15 Jahren völlig gedreht. Und ich habe damals einfach gesagt, ich nehme keine Tabletten mehr, ich setze das Zeug ab. Meine Eltern haben gedacht, der Junge ist in der Pubertät jetzt wird er verrückt so ungefähr. Aber dann gehst du wieder zum Arzt. Aber seitdem war ich so gut wie nie mehr beim Arzt. Also es hat sich etwas gebildet in mir, wie die Frage, entsteht unsere Gesundheit durch den Fokus, etwas Schlechtes, Krankheit loszuwerden oder über den Fokus, in meine ureigene Schwingung, in meine Lebendigkeit zu kommen, mich selber zu leben. Und da sind wir dabei, die Dinge eben zu hinterfragen. Sag mal, was für eine gesellschaftliche Trance wird uns hier vorgespielt. Zu sagen, kann das wirklich sein? Und das, wo ich beruflich mich meine ersten 20 Berufsjahre voll drum gekümmert habe, war das Thema Potenzialentwicklung. Und da habe ich alles sozusagen aufgesogen, damit gearbeitet, gelernt, was sozusagen zum Thema Potenzialentwicklung auf dem Markt ist. Und immer wieder war, was ist mir eigentlich damals als Jugendlicher passiert? Und ich habe kein Erklärungsmodell davon für gefunden. Ich war, also habe sozusagen den europäischen therapeutischen Markt, Trainermarkt abgeklappert, in Indien so ziemlich bei etlichen spirituellen Lehrern gewesen. Nirgends habe ich wirklich ein für mich befriedigendes Erklärungsmodell gefunden. Und daraus es ist dann etwas entstanden, wie jetzt dieses Buch Selbstheilkraft, dass auch dann plötzlich Leute zu mir kamen, zu sagen, sie haben Diagnose XY. Und ich so drauf, du, ich habe von Heilung überhaupt keine Ahnung. Also du kannst mich gerne als drittklassigen Heiler bezeichnen, zehntklassigen, ich bin keiner. Das, wo ich eine Ahnung von habe, ist, was löst denn das Symptom in dir aus, wo führt es dich hin? Und dann kommen wir in ein Feld hinter unserem Neokortex, hinter dem bewussten Verstand, hinter unseren normalen Gefühlen, unseren normalen inneren Bildern. Also die Welt, die normalerweise als das Unbewusste bezeichnet wird. Und dort liegt alles verborgen. Und es ist wie das Gegenteil von positivem Denken. Also das ist mein persönlicher Weg, dorthin zu kommen. Und am Anfang war wirklich dann so die Frage bei eher Coaching
Klienten, die zu mir gekommen sind. Sag mal, ich habe da auch ein gesundheitliches Thema. Und sagen, du, keine Ahnung, ob man damit arbeiten kann. Aber lass es uns doch mal anschauen. Aber der Weg ist eben ein völlig anderer, so wie du vorhin gesagt hast, zum Hinterfragen. Also ich meine, ich liebe einen Sonnenuntergang. Der kann wunderschön romantisch sein und herrlich. Aber gleichzeitig wissen wir doch, dass die Sonne nie untergeht. Aber wir leben in einer Illusion. Und diese Illusion, die kann herrlich sein, den Sonnenuntergang zu erleben. Aber es ist eine reine Illusion. Ich finde auch diese gefährliche Illusion, wenn ich krank bin, muss ich, gehe ich zum Arzt. Genau. Der Arzt macht mich schon gesund. Das ist ja alles gut und recht. Aber eigentlich fängt es bei mir vorher schon an. Ich muss doch schauen, dass ich meine Selbstheilkraft so stark habe, dass ich gar nicht krank werde. Und aber diese Verantwortung zu mich als Person ist heutzutage abgegeben worden. Und das finde ich das Gefährliche dahinter, wenn wir von Gesundheit sprechen. Und das passiert im ersten Schritt über die Diagnose. Ah, jetzt weiß ich, ich habe eine so und so Störung. Also was die letzten 20 Jahre ja wie, ich weiß nicht, was inflationär geworden ist, ist ja dieser Begriff Autoimmunerkrankung. Also ich weiß nicht, wann der erfunden wurde. Und alles, was nicht irgendwie erklärbar ist, ah, es ist eine Autoimmunstörung. Und zu sagen, ach, jetzt weiß ich, ich bin autoimmunerkrankt von bababa. Und das ist wie eine Absolution zu bekommen. Es ist eine von dir unabhängige Erkrankung. Und damit gebe ich die Selbstverantwortung an einen Experten ab. Mhm, genau. Und das beginnt mit jeder Diagnose. Und zu sagen, ah, spannend, hier sind Symptome. Wo führen mich die Symptome von meinen Gedanken, von meinen Gefühlen hin? Und da kommen wir zu diesen fünf Schritten der Selbstheilkraft. Also der erste Schritt ist eigentlich die Intention. Die Intention, die ich brauche, eine Neugierde, also eine Haltung, ein Entdeckergeist. Also wenn ich heute einen klassischen Patienten bei einem Heilbehandler erlebe, da ist null Entdeckergeist, null Neugierde, sondern doch ist das Symptom, sag, was es ist, mach eine Diagnose. Mach mich gesund. Und mach mich gesund. Mhm. Und da fehlt null dieser Entdeckergeist. Mhm. Und das merke ich mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, also einen Hund zum Jagen zu tragen. Also jemand ohne Entdeckergeist, der braucht einen Heilbehandler. Also zu sagen, das ist die Diagnose und jetzt nimmst du das und jenes, wunderbar. Also da passt das zusammen. Und das ist eine geistige Haltung, die zusammenpasst. Und dieses, also die erste Frage damit nach der Intention, sag mal, interessiert dich denn das? Wo es dich hinführt, dass es so ist, wie es ist? Welche Gedanken, Gefühle, welche Emotionen tauchen da auf? Welche inneren Bilder? Hast du Lust, dass wir mit denen arbeiten? Und das ist sozusagen das erste Kriterium. Wer da keine Lust hat, der ist zumindest in diesem Moment zum Thema Selbstheilkraft noch nicht bereit. Und daraus, also aus dieser Intention der Neugierde, ergibt sich dieser zweite Schritt, dieses Thema, ein beobachtendes Bewusstsein. Also ein Bewusstsein, das sich seiner selbst bewusst ist. Und das ist etwas, was wir in unserer Kultur null lernen. Also man steht in der Früh auf, schaut in den Spiegel und jetzt kommt irgendein Gedanke, ein Inhalt. Oh Gott, wie schaue ich alt, zu hässlich, keiner liebt mich. Völlig egal. Springe ich in den Inhalt dieses Gedankens rein, dann erschaffe ich mir eine Wirklichkeit, die dem entspricht. Ich bin der letzte Dreck von so einem Gedanken. Wenn der ins Gefühl kommt, ich bin der letzte Dreck, ich fühle mich als Opfer, entstehen epigenetische Prozesse,
Das heißt, es entstehen elektrische, elektromagnetische und biochemische Reize im Körper, die unsere 70 Billionen Zellen steuern. Also bevor eine Energie entsteht und aus der ein Schmerz, ein körperlich wahrnehmbarer, ist immer Information. Es gibt keine Energie, es gibt kein Phänomen im Körper, das nicht auf Information beruht. Etwas in Form bringen. Und dieses in Form bringen passiert, ist eigentlich ein Schöpferakt, indem ich beispielsweise vorm Spiegel im Reinheim-Kino den Inhalt eines Gedankens glaube. Also wenn ich den Gedanken glaube und nicht beobachte, erschaffe ich eine biochemische Wirklichkeit in meinen Zellen, die, wenn ich von einschränkenden, dysfunktionalen Gedanken, Gefühlen ausgehe, die vermutlich Symptome auf einer Zellebene, auf einer körperlichen Ebene auslösen. Also dieser Schöpfungsprozess findet immer statt. Und ich kann ihn nur über beobachtendes Bewusstsein unterbrechen. Eigentlich ist beobachtendes Bewusstsein etwas, wo wir im Kindergartenalter anfangen sollten, ja, schon Kinder da drin zu schulen. Das sollte ein Schulfach werden. Ja, es ist schon so. Ich hatte kürzlich einen Professor da, der in Hollywood auch Schauspieler ausbildet, wie sie richtig mit Mimik und Gestik arbeiten können. Und die haben dort eine Studie gemacht. Und zwar haben sie ein Schauspielerpärchen spielen lassen, dass die Frau ihrem Mann sagt, sie sei schwanger. Und dann hat man danach nach dieser schauspielerischen Glanzleistung die Blutanalysen gemacht und wirklich festgestellt, wie viel Glück und Freude, wie das Blut sich gezeigt hat in einer wunderbaren Form. Und das Gleiche dann wieder, ich habe das Kind verloren. Und die Schauspieler haben diese Situation versucht, emotional zu leben, mit Gefühlen. Und das Blutbild hat dann wirklich so ausgesehen wie bei einem Krebspatienten. Das heißt, effektiv diese Gedanken, wie du es gerade sagst, wenn man den Gedanken noch Gefühle hinzugibt, dann sind wir effektiv in der Wissenschaft drin. Das weiß man, dass das eine Negativspirale ist, die uns eigentlich runterbringt und nicht in die Selbstheilkraft. Nur in unserer heute gängigen Medizin, ja, wie sie in Spitälern und Krankenhäusern verwendet wird, herrscht noch immer eine Grundlage einer Wissenschaft wie im 19. Jahrhundert. Natürlich. Wo solche Informationen ich weiß, überhaupt nicht reinkommen. Also es ist einfach so, wenn ich mit Ärzten spreche, sagen mir auch, sie müssen trennen. Der Körper wird von der Seele getrennt. Und der Psychologe trennt die Psyche vom Körper. Und die Psychoneuroimmunologie, wo eigentlich schon längst bewiesen hat, dass beides zusammengehört, die hat keine Lobby. Und somit tümpelt das nach wie vor so dahin. Aber ich bin mit vielen Ärzten hier drin auch immer einig, eine Diagnose, die einem Patienten gestellt wird, müsste eigentlich immer in Zusammenarbeit mit einem Psychologen erfolgen. Weil er den Menschen auf der psychischen, auf der seelischen Ebene abholen kann, damit genau diese Sachen nicht passieren. Also die Medizin weiß das eigentlich. Und es wird aber überhaupt nicht in die Praxis umgesetzt. Noch nicht, leider, ja. Und das ist aber genau dieses Thema, Selbstheilkraft überhaupt zu aktivieren. Also beispielsweise, wenn Menschen zu mir kommen mit einer heftigen Diagnose, frage ich sie regelmäßig, erinnere dich doch mal an die Situation vor 10 Tagen, wie dir der Experte diese Diagnose vorgesetzt hat. Und jetzt geh nur mal in dieses erinnerte Bild und beobachte, was in deinem Körper passiert. Und es ist verblüffend, welche Informationen wir da kriegen. Also da kommt häufig schon etwas wie, ja, ich dürfte noch nie leben. Und jetzt so plötzlich kommt eine Geschichte, also passend zu dem, was du gerade von Hollywood erzählt hast, wo man das ausprobiert hat mit Profischauspielern, wo dann eine Geschichte kommt, ja, meine Mutter ist furchtbar entsetzt gewesen, wie ich schwanger war und hat immer gesagt, ich bin das Unglück ihres Lebens geworden.
Und plötzlich kommen solche Bilder. Und damit sind wir bei dem dritten Schritt der Selbstheilkraft, also nach der Intention und dem beobachtenden Bewusstsein, kommen wir zu diesem dritten Schritt, das Silbertablett. Also ich nenne es gern das Silbertablett, man könnte es auch nennen das Quantenfeld. Also ich lege das, was ist, vor mir auf ein Silbertablett, auf ein imaginäres. Wie beispielsweise, ich darf nicht leben. Und diese Informationen in dieser ganzen Szene, die ja bis heute noch, oder in der Alternativszene, die bis heute noch äußerst gängig ist, es sind positiv, viel positiv oder was auch immer, da darfst du ja sowas wie eine Information, ich darf überhaupt nicht leben, die darf es nicht geben. Du darfst doch leben und das müssen wir jetzt mit positiven Gedanken füllen. Du brauchst genau, um überhaupt eine andere Erfahrung zu machen, die Erfahrung des Schmerzes. Also in einem geschützten Raum zu spüren, wenn du heute diesen Schmerz spürst, dann darf er überhaupt da sein. Der ist wie in einer inneren Matrix gesichert, ich will nie mehr den Schmerz spüren. Und dann passieren im Außen ständig Sachen, die mich dorthin führen und über viel sind positiv oder auch viel therapeutische Interventionen, wird der Schmerz nicht mehr spürbar. Dann, ja, ich bin halt Missbrauchsopfer. Ist ja auch eine Diagnose. Ich bin halt traumatisiert. Ich bin, wir können jede Diagnose einsetzen. Aber das bin ich doch nicht. Also, ich kann eine Diagnose haben. Aber das bin ich nicht. Ich habe Gedanken, aber ich bin doch nicht der Gedanke. Also, diesen Schritt zu gehen von überhaupt dieser Intention der Neugierde in beobachtendes Bewusstsein, in dieses Quantenfeld. Alle Informationen liegen immer auf einer Informationsbasis da. Und erst mein emotionaler Greifarm aufgrund sozusagen von Voreinstellungen, die in meinem Leben getätigt sind, sagt mein emotionaler Greifarm, das bin ich. Und ich hole irgendeine Information, lade sie energetisch und erschaffe eine Wirklichkeit meiner 70 Billionen Zellen. Mhm. Und diesem Prozess bewusst zu werden, das sind diese ersten drei Schritte. Und dann braucht es schlichtweg Präsenz im nächsten Schritt. Ah, spannend. Überhaupt eine Haltung entwickeln zu können. Spannend. Ich bin der letzte Dreck. Ich darf nicht leben. Also ich will genau das erfahrbar machen, was diese ganzen Think-Positive-Verfahren immer mit einem rosa Tuch abdecken. Also genau dort in diese innere Matrix reinzukommen. Und dann kommt nach dieser Präsenzschritt der fünfte Schritt der Transformation. Zu sagen, wie kann ich eine andere Erfahrung machen, die ich bisher noch nicht gemacht habe. Die fünf Schritte, die klingen jetzt erstmal so holzschnittmäßig. Aber das Ganze wäre genauso, wenn wir sagen, sag mal, wie machst du denn die Erfahrung, wenn du einen Sonnenuntergang erlebst? Erklär doch mal, was du da erfährst. Das würde auch holzschnittmäßig wirken. Aber wenn wir da eintauchen, ist es Lebendigkeit. Und genau diese fünf Schritte ist der Versuch, etwas zu erklären, was immer schneller geht. Also eine neue Art zu lernen, mich in etwas hineinzubegeben. Es ist wie eine Sportart zu lernen, wenn jemand nicht Tennis spielen kann. Was braucht es, um Tennis spielen zu lernen? Was braucht es, um in ein Feld hineinzukommen? Also eine neue emotionale Signatur. Also wir werden sozusagen in dieses Leben ausgeliefert, ohne Gebrauchsanweisung. Ja, das ist schon so. Ich verstehe das auch und ich finde das extrem wichtig, was du da tust, vom Buch angefangen bis hin zu deinen Seminaren, wo man wirklich Menschen abholen kann, wo sie stehen. Und wir sind halt leider alle aufgewachsen in einem Feld, wo wir vieles nicht hinterfragt haben. Aber ich erwische mich auch immer wieder. Da plötzlich sehe ich wieder Dinge, die denke ich,
das gibt's ja nicht, das stimmt ja auch nicht. Alles ist anders, als es scheint. Und deshalb, wenn wir in einer Krankheit drin sind, finde ich es extremst wichtig, dass wir unsere Psyche, unseren Geist, unsere Seele mit einbeziehen in den Heilungsweg. Und da die Frage, reicht es einfach, ein Buch zu lesen über dieses Thema, oder ist es wichtig, dass man die ersten Schritte auch im Zusammenhang mit einem Seminar macht? Was meinst du? Also ja, grundsätzlich sage ich, empfehle ich immer den Menschen, les mal das Buch und beobachte, ob etwas mit dir in Resonanz tritt. Also da sind ganz viele Beispiele drin. Also das brauche ich für diese Intention. Ich will etwas Verändertes erleben. Und wenn ich etwas Verändertes erleben will, dafür habe ich auch ein kostenfreies Online-Seminar, das steht in der Videobeschreibung mit drin, gemacht. Das ist eine Stunde, wo man nochmal einen tieferen Einblick hat. Um was geht's da? Und ich brauche aber dieses, hey, das klingt ja, ich will aus der Illusion, in der ich bisher lebe, aussteigen. Ja, gutes Wort, Illusion, ja, cool. Hm? Und das ist die Grundlage. Dann kann man darüber sprechen, in welcher Form macht ein Begleitungsprozess Sinn. Und der kann nie von der Stange sein, sondern der ist immer individuell auf den Bedarf, wo der Einzelne steht. Die meisten Menschen sind kognitiv unheimlich in Konzepten gefangen. Und diese Konzepte zu erkennen und zu verlernen, ist eigentlich die Grundlage, um unseren emotionalen Greifarm neu auszurichten. Ja, ich habe es verstanden. wenn ich jetzt gerade noch mir überlege, wenn ein Zuschauer weitere Informationen möchte zu diesem Thema der Selbstheilkräfte, zu diesen 5 Ansätzen oder wie man dies am besten umsetzt, gibt es da irgendwo eine Plattform, wo man sich ein bisschen schlau lesen kann? Also ich habe eine Homepage, also www.klaus-medicus.com, wo überhaupt mal nähere Informationen drauf sind. Mhm. Und dann zu schauen, dort ist auch der Zugang zu diesem kostenfreien Online-Seminar. Und dann kann man sehen, macht Sinn, dass wir mal ins Gespräch kommen zu dem Thema, das dich heute beschäftigt, zu was wir daran über zum Thema Selbstheilkraft verändern können. Es geht wirklich darum, dass jemand selber die Initiative übernimmt und sagt, ich will aus der Trance, aus der Illusion aussteigen. Das ist eigentlich die wesentliche Grundlage. Verstehe. Danke, ganz herzlich, lieber Klaus. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, er trifft da bei mir wirklich immer gleich mit dem Hammer auf den Nagel. Also alles perfekt, weil ich daran überzeugt bin, dass die Psyche, unser Geist, unsere Seele einen großen, einen wesentlichen, wenn nicht sogar den Einfluss hat auf unsere Gesundheit. Und ich bin auch da der Meinung, die Verantwortung für die Gesundheit ist nicht zu delegieren, sondern die liegt bei uns. Und ich hoffe, Sie denken auch so. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.